Doppelspieltag in der ersten Regionalliga West. Die Schalker Basketballer reisen am dritten Spieltag zur BBG Herford nach Ostwestfalen. Coach Raffi Wilder vertraut auf seine Starting Five, um Patrick Carney, Rishi Kakat, Andrius Mikutis, Nino Januszek und Daniel Boahene. Der S04 gleich in der Offense, richtig gut in der Partie, Patrick Carney mit seinem Dreier. Wieder Carney, diesmal mit seinem mustergültigen Assist auf Daniel Boahene, der den Korbleger verwandelt. Auf Seiten der BBG Herford punktete Guillermo della Puente. Schalke mit den schnellen Händen in der Defense und den Ball gewinnen. Patrick Carney auf Daniel Boahene. Hier nochmal in der Slow Motion der Dank des Centers. Big Man Philipp Humpe für die BBG Herford von der Dreierlinie. Die Königsblauen waren weiterhin nicht zu stoppen von Herford. Rishi Kakat mit dem Floater. Patrick Carney bringt seinen Gegenspieler im Aufbau zur Verzweiflung und versenkt den Dreier ganz trocken. Wieder ein Dreier für den S04, diesmal der Brite Rishi Kakat. Und auch Nikita Katschenkov schließt erfolgreich von jenseits der Dreierlinie ab. Andrius Mikutis auf Nikita Katschenkov und er bestätigt die hohe Schalker Trefferquote in diesem Viertel. Das zweite Viertel ging da los, wo das erste aufgehört hatte. Thomas Cevcik von außen. Königsblauer Schnellangriff, Michael Agiapong auf Ray Penn und er gibt weiter auf Rishi Kakat. In der Defense passte es Nikita Katschenkov mit dem Doppelblock gegen Philipp Humpe. Schalke macht in diesem Viertel alles klar. Ray Penn mit dem Ball gewinnen und den zwei Punkten. Der Spanier De La Puente hielt nochmal für die BBG Herford dagegen. Bereits zur Halbzeit war der Drops gelutscht und Schalke spielte für die Galerie Mikutis im Nachfassen. Exzellentes Schalker Teamplay, Patrick Carney auf Andrius Mikutis und er findet Daniel Boahene. Und jetzt bitte anschnallen, Daniel Boahene mit dem Dunking. Er geht unterm Korb durch und stopft den Ball von hinten rein. Sehr sehenswert. Die Schalker Basketballer gewinnen 111:71 bei der BBG Herford am ersten Spieltag des Doppelspieltagswochenendes.